Yay! Und nun können wir beginnen. Hallo allerseits da draußen. Ich freue mich, wenn ihr zuschaut. Ich bin Kirsten Buchholzer und habe heute wieder das große Vergnügen, mit meinem Mann zu sprechen. 50% der Mantika S. Roy Buchholzer. Hallo, lieber Roy. Hallo, Kirsten. Na, wie geht's dir so? Ja, jetzt geht es mir wieder besser. Eben ging es mir nicht so gut. Wie gesagt, der rückläufige Merkur ergreift mich doch immer wieder. Und er ist jetzt aber Gott sei Dank bald zu Ende und wird mich dann... Das ist aber schade. Ja, total schade. Ne? Aber ich bin dann sehr froh und werde besser sein. Das freut doch die nicht nur die innerbetriebliche, auch die außerbetriebliche Situation. Sag mal, worum geht es denn heute überhaupt? Ja, wir haben uns heute den Titel gegeben Tarot und Ritual. Damit meinen wir eigentlich, was kann man denn mit Tarotkarten noch machen, als damit prognostizieren oder wie manche sagen, wahrsagen, die Karten legen. Da wollten wir uns mal zu Gedanken machen. Und meine erste Frage an dich wäre, nutzt du die Karten in irgendeiner Form anders als zum Kartenlegen? Das ist natürlich gut im Kartenlegen, aber ich habe auch schon die Karten für mich als, lass es Remind oder Erinnerungsbild stehen, das für mich dann hilfreich war, mich immer wieder an Situationen zu erinnern. Ja, so als ein Fokus im Alltag, ne? Könnte man das so umschreiben? Und auch immer wieder ein darauf hinwirken, was, wo möchte ich denn hin, was wäre mein Ziel? Ja, genau. Also das ist auch etwas, was ich gerne Leuten mitgebe, die zu einer Tarotberatung kommen. Wenn irgendwie eine Karte besonders heraussticht, ja, ich sage jetzt mal ganz blöd, eine Frau hat den großen Wunsch, ein Kind zu bekommen, können wir als Kartenleger natürlich ihr kein Kind erhexen. Wir können auch nicht sagen, ob sie schwanger wird, ja oder nein. Ne? Dafür sind die Ärzte da. Aber vielleicht lohnt es sich dann, die Herrscherin mal rauszupacken und einfach mit der in Kontakt zu gehen, die irgendwo aufzustellen in der Wohnung. Ich bringe die zum Beispiel dann gerne im Badezimmer oder im Schlafzimmer an und dann passiert vielleicht was. Ne? Ja, ich habe ja seit jetzt bald dann jetzt sind es 18 Jahre, dass ich eine Tarotkarte bei mir an der Wand habe, die ich immer wieder im Unterbewusstsein durch mein Vorbeigehen wahrnehme. Also von daher gesehen, das ist ja kein Geheimnis. Welche Karte ist das denn? Es ist ein Bild, das Karl Röhrig, lass mich schnell rechnen, ja, es sind jetzt dann auch bald 30 Jahre gemalt hat. Hier haben Sie. Mhm. Und zwar die Hohe Priesterin aus dem Röhrig-Tarot. Ja, die ist wunderschön. Und die hat bei dir ja auch noch einen persönlichen Hintergrund, ne? Ja, es ist meine Persönlichkeitswesenskarte, die mich, also für mich ist es persönlich und Wesenskarte in Personalunion. Sie zeigt sehr viel, wie ich eigentlich bin. Das stimmt, mein Schatz. Ich bin ja bekanntlich ein Wagen und überrolle dann manchmal die Hochpriesterin und lege dann den Rückwärtsgang beim rückläufigen Merkur. Oder gibt doch Gas. Das ist du hast ja gerade die Hohepriesterin gezeigt. Ich habe hier nochmal den Magier. Das sieht ziemlich klasse aus mit dem Hintergrund, finde ich jetzt. Ja. Aus dem Röhrig-Tarot mitgebracht. Hohepriesterin und Magier, die zeigen wir immer, wenn wir unseren Workshop Praktische Magie anbieten, wo wir halt auch mit Tarot und Ritualen arbeiten. Und das ist schon mal wichtig, ne? Wenn wir uns die großen Arkane angucken, Magier, Hohepriesterin, Hierophant, da sehen wir ihn noch einmal, Eremit, sonst etwas, das sind ja alles Archetypen, mit denen wir uns einfach näher befassen sollten, wenn wir im Leben bestimmte Dinge erreichen wollen. Ich habe jetzt gerade schon das Beispiel Kinderwunsch genannt, aber wenn wir davon ausgehen, dass
diese großen Arkane mit diesen Namen, die ich genannt habe, auch etwas wie eine Reise des Heldens erzählen, dann macht es natürlich Sinn, sich mit jeder Karte nicht nur zum Anlegen zu beschäftigen, sondern wirklich diese Karten zu durchleben, um mehr über sich selbst zu erfahren, oder? Also ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Nicht nur, dass man sie erfahren sollte, sondern erfahren muss. Sonst funktioniert es nicht. Ich denke auch, wir kommen alle in Situationen im Leben, wo wir uns wie der Eremit fühlen. Ja, zum Beispiel jetzt gerade in Corona-Zeiten haben viele Menschen den Eremiten kennengelernt. Es gibt Situationen, wo wir in Teufelssituationen stecken, die sicher sehr, sehr wichtig sind, um mehr über sich selbst zu erfahren. Wir alle kennen den Gehängten oder das Rad des Schicksals. Von daher, es ist... Ja, und alle müssen sich mit dem Tod auseinandersetzen, durch Verluste, durch Loslassen, durch Selbstlosgehen, in welchen Situationen, in welcher Intensität auch immer, müssen sich dann die Leute rausbewegen. Ganz genau. Ja, und wie meinst du, können da die Tarotkarten zum Einsatz kommen? Also wie können wir uns denn mit diesen Archetypen mehr verbinden? Ich glaube, es gibt mehrere Möglichkeiten und es kommt immer auf die Person, auf den Fragenden, auf den Suchen an. Es gibt da die Möglichkeit, dass ich mir, wie wir es jeden Anfänger oder Beginner in unseren Tarot-Kursen empfehlen, dass sie hergehen und sich regelmäßig die Karten ziehen oder was noch besser ist, in solchen Fällen die Karten auch aussuchen. Wir können, so wie ich es eben gerade auch erwähnt habe, eine Karte, die uns eben begleiten sollte, an prominenter Stelle aufstellen. Stellen. Wir können hin und Karten, wie du es gesagt hast, ins Badezimmer, ins Schlafzimmer stellen. Also das wäre für mich der Idealzustand, um mich mit diesen Archetypen, mit diesen Situationen immer wieder zu beschäftigen. Immer so wie drauf geschubst zu werden. Ja, die Meditation finde ich dabei besonders interessant. Es gibt zwei Autoren, die da sehr schöne Sachen zugeschrieben haben, wie man mit Karten meditiert. Es gibt sicher noch andere, aber ich schätze zum Beispiel sehr, was der Frank Glahn über das Meditieren mit Tarot geschrieben hat. Das Buch stammt ja aus den 1920ern und da redet er davon, dass man sich auf jeden Fall eine Woche lang mit jeweils einem Tarot-Trumpf beschäftigen soll, die man vor einem schwarzen Hintergrund die Karte aufbaut, von hinten beleuchtet mit einer Kerze und dann die Gedanken treiben lassen soll. Verrückt eigentlich, dass Frank Glahn schon 1920 die Technik angewandt hat, die man heute in den großen Fachmärkten zu kaufen bekommt, mit LED-Hintergrundbeleuchtung. Ne? Ja, ganz genau. Und, und was auch sehr spannend ist, dass er schreibt, 20 Jahre, eine Woche, muss natürlich viel länger sein, aber in unserer schnelllebigen Zeit geht das halt nur noch eine Woche. Ich meine, wer setzt sich heute noch eine Woche für einen Tarot-Trumpf hin? Stell dir mal vor, eine Woche pro Karte, dann sind wir in 78 Wochen fertig. Ich glaube, das machen heute nur noch die allerwenigsten. Die Hardcore-Kartenleger. Wobei, ich glaube, das wäre eine echt gute Übung, um sich mehr mit den Karten auseinanderzusetzen. Und tatsächlich haben ja gerade so die Leute vom Golden Dawn gearbeitet. Ja. Und so kommst du natürlich dann auch an dieses Bild wirklich ran. Weil wenn du dann dort sitzt, wenn du dich wirklich auf das Bild einlässt, auf einmal beginnst du auch zu sehen, was eigentlich hinter dem Bild ist, was auch alles noch im Bild gemalt ist, wie viel Symbolik, wie viel Farbung, wie viel Sonstiges noch da drauf ist. Also ich würde das wirklich mal so als Übung empfehlen. Ja, also ich habe ja auch eine Schulung durchlaufen, die mit Tarot zu tun hatte. Und da war auch unsere Aufgabe, dass wir
eine Woche lang mit einer Karte arbeiten mussten, die wir tatsächlich auch noch selbst malen mussten. Oh, Das ist schön. nicht unbedingt meine Stärke gewesen, aber es war sehr spannend, sich halt eine Woche lang wirklich mit dieser Energie auseinanderzusetzen. Das hat dann aber auch länger gedauert als 80 Wochen, weil man musste das immer zu bestimmten Uhrzeiten machen, in bestimmte Blickrichtungen schauen und der Mond musste in einer bestimmten Art und Weise stehen. Also das war schon ein heftiges Projekt, was mir damals aber die Karten auch näher gebracht Ah, hat. ich glaube, das würdest du heute Schwierigkeiten haben, einen Kurs zusammenzubringen, wo die Leute das dann auch umsetzen würden. Auf jeden Fall. Und da sind wir aber gleich bei der nächsten Sache. Also eine Karte selbst malen, nicht unbedingt, um ein eigenes Deck zu kreieren, da gibt es ja auch ganz viele, aber eine Karte selbst malen, bringt nochmal eine ganz andere Qualität in die Arbeit mit den Karten. Weil wenn ich dann die Herrscherin zum Beispiel male, welche Symbole setze ich auf die Herrscherin? Wie stelle ich sie dar und so? Dadurch mache ich mir ja die Karte viel mehr zu eigen, als wenn ich einfach immer nur eine Karte nehme, die jemand anders gemalt hat. Definitiv. Ich habe ja vorhin gesagt, zwei Leute finde ich sehr spannend bei Meditieren mit Karten. Das andere ist der Jadorowski, Ah, der ja. Filmregisseur. Du hast das Buch unten stehen, ich habe das jetzt gerade nicht hier. Aber der hat sich sehr intensiv mit dem Tarot de Marseille auseinandergesetzt. Und beschreibt in seinem Buch, ich glaube, es heißt Der Weg des Tarot oder so, das Buch, bin mir jetzt nicht ganz sicher, beschreibt er sehr schön, wie er mit der Meditation umgeht, wie er sich also eine Karte nimmt aus dem Tarot de Marseille und sich nicht nur die Karte selbst anguckt, das hast du gerade sehr schön beschrieben, ne, wie die Farben dann auf mich wirken und wie das alles lebendig wird, weil er geht über den Rahmen des Bildes hinaus. Und stellt sich dann die Landschaft um die Karten drumherum vor. Also sehen wir zum Beispiel den Mond mit seinen zwei Türmen. Wo führt das hin? Was ist hinter diesem Krebs zu sehen, der da rauskommt? Was ist an den Seiten der Türme und so weiter? Super Ich schöne habe ganz Übung. andere Möglichkeiten. Wenn ich mich so intensiv mit einer Karte auseinandersetze, dann bekomme ich ja auch eine ganz andere Kraft des Bildes für mich zu sehen. Ja, und das finde ich einfach eine sehr interessante Sache. Also meditieren mit den Karten bringt uns dem Tarot wesentlich näher und wir erschließen uns persönliche Bedeutungen, ebenso das Malen von Karten oder einfach eine Karte, die uns etwas gerade sehr Wichtiges bedeutet, irgendwo anbringt. Vielleicht auch eine Karte, die wir nicht verstehen. Einfach mal eine Woche am Kühlschrank hängen oder so mit einem Magneten. Ja, egal welcher Ort du am meisten frequentierst. Ganz genau. Das sind also Sachen, die wir auf jeden Fall auch mit Tarotkarten machen sollten. Wenn wir über das Ritual reden, ne, das war jetzt ja noch nicht alles unbedingt Ritual, dann ist es aber so, dass die Menschen, deren Tarotkarten wir heute benutzen, gerade Waite-Smith oder Crowley, Harris, ja die Karten auch zum als in magischen Kontexten benutzt haben. Denn nicht umsonst haben wir jemanden wie den Magier Ja, ganz oder genau. die Hohepriesterin, die du gerade gezeigt hast, ne? Und das ist eine andere Sache, die man machen kann. Das ist zum Beispiel etwas, was wir im Workshop praktische Magie vermitteln. Wie kann ich Tarotkarten zur magischen Arbeit einsetzen? Ich glaube, das nächste Mal haben wir im September oder Oktober wieder den Workshop. Müsste ich mal September. gucken. Ich habe hier mal ein Buch mitgebracht. Ihr seht, es ist sehr zerlesen. Es ist praktisch mein Einstieg in Tarot gewesen, mich tiefer damit zu beschäftigen. Magic and the Tarot von Tony Willis. Tony Willis hast du auch kennengelernt, ne? Ja, wir haben uns mehrmals in London getroffen und eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit mit riesigem Wissen, mit eine Persönlichkeit, die sich lohnen würde, also nicht wie ein Denkmal, sondern wie eine ja, Lichtgestalt so kennenzulernen. Wenn er das hören würde, würde er jetzt sehr geschmeichelt sein. Ja, oder mir etwas um die Ohren waschen und werfen.
Ja, ich habe Toni aufgrund dieses Buches angeschrieben, 1999 war das, und wollte dann gerne bei ihm lernen und bin dann auch seine Schülerin geworden. Und was mir damals an diesem Buch so gefallen hat, das war, als ich mich noch nicht mit Tarot auseinandergesetzt habe, war, dass er für jede Karte hier im Tarot, in seinem Buch, einen Spell, ein Ritual hat, das man anwenden kann, um bestimmte Dinge zu erreichen. Und genau das ist etwas, was man halt auch mit Tarotkarten machen kann. Man muss jetzt nicht unbedingt mit diesem Buch hier arbeiten. Man kann sich auch selbst Rituale ausdenken, um etwas zu manifestieren. Also zum Beispiel, Rui, wenn wir gerne möchten, dass jemand sich uns mehr öffnet, sich mehr, ja, vielleicht sogar in uns verliebt. Das ist natürlich etwas, was ein bisschen G ist. Aber hast du eine Idee, welche Karte man da nehmen könnte? Damit ich mich verliebe? Du sollst dich nicht mehr verlieben. Du bist vom Markt. Also ich würde einer Klientin dann empfehlen, sich sehr extrem mit der Karte die Liebenden auseinanderzusetzen. Nicht wegen des Titels, sondern weil die Karte die Liebenden genau das aussagt, was man in dieser Be Situation des Lebens machen soll. Ich möchte mich verlieben. Das heißt, ich muss zum einen mir selbst klar werden, was ich möchte. Und zum anderen muss ich egoistisch werden, um mein Gegenüber zu suchen, zu finden und dann Dann nicht nicht mehr mehr loszulassen. loszulassen. Ja, finde ich auch. Also die Lieben wäre für mich da auch eine Karte, oder die zwei der Kelche, ne? Sich auch mit dem Thema Selbstliebe vielleicht zu beschäftigen, sich noch mehr für die Liebe zu öffnen. Und Eine andere Karte, die da sehr gut dafür helfen würde, wäre Drei der Stäbe, wo man in sein Reich schauen will und um wahrzunehmen, wer ist der Auserwählte, wer ist die Auserwählte. ja, finde ich auch gut. Und man kann natürlich auch wieder, wie wir es eben schon gesagt haben, die Karte einfach nur wo positionieren. Aber wenn man natürlich einen rituellen Kontext schafft, dann wäre es vielleicht schöner, die auf zum Beispiel auf einem Altar abzulegen, mit sich davor hinzusetzen, meinetwegen auch wieder zu meditieren oder aber auch seinen Wunsch zu formulieren, aufzuschreiben, zu der Tarotkarte zu legen. Das sind so Sachen, die man machen kann. In diesen Büchern, wie ich jetzt hier gerade das eine Buch vorgestellt habe, gibt es dann da immer noch genauere Handlungsanweisungen. Also in welcher Richtung stelle ich die Karte auf, räuchere ich dazu, welche Räucherung nehme ich und so weiter und so fort. Da gibt es richtig einige Rituale. Wenn wir die Bücher des Golden Dawn lesen, da finden wir auch Tarot-Rituale drin oder natürlich die Werke von Crowley. Ich weiß nicht, ob man sich an die wagen sollte als Anfänger. Das ist wirklich nicht so gut. Ah, wenn man mutig ist. Dann ist das sicher eine Sache, aber ich glaube, das ist für den Einsteiger nicht das Beste. Also sich Rituale darum aufbauen, um die Energie einer bestimmten Karte. Wenn ich beruflich vorankommen will, werde ich natürlich auch wieder andere Karten wählen. Was fällt dir beruflich ein, was jemand da nehmen könnte? Da möchte ich ganz gern dann differenzieren, was, Ein neuer welche Job. Situation strebe ich beruflich an. Einen neuen Job. Einen neuen Job, dann würde ich auf alle Fälle hergehen und den Magier für mich nehmen, denn der Magier zeigt ja schon, dass alles in mir drinnen steckt und den muss ich präsentieren. Ja, finde ich super. Und wer für die Selbstständigkeit? Für die Selbstständigkeit ist es wieder was anderes. Die Selbstständigkeit heißt, ich muss aufbrechen. Ich muss starten und da hilft mir der Wagen. Wäre für mich so der Ideal. Und wenn ich eine Position anstreben würde, wo ich Vorgesetzter bin, wo ich Führungsqualitäten zeigen muss, da würde ich den Eremiten nehmen. Ja, echt, den Eremiten. Warum? Denn der Eremit, der geht voran. Der Eremit ist die Person, die das Licht in der Hand hält und muss man folgen.
Ah, finde ich interessant. Du kannst als Alternative, wenn du natürlich in einer Aktiengesellschaft dann die Führungsposition übernehmen willst, kannst du natürlich auch noch den Herrscher nehmen, der dann ein bisschen auch dann die Regeln aufbauen muss. Aber ich würde Führungsposition, mittleres Management, ein bisschen oben, dann würde ich den Eremit nehmen. Und wenn ich wirklich nach oben will, wenn ich so sage, oh, boah, ich baue jetzt was auf, meine Unternehmung, mein Film, zack, Herrscher. Ja, jetzt haben wir Liebe und Beruf. Wir können es ja gleich nochmal mit der Gesundheit abrunden. Also, wir alle wissen, legen wir nicht Karten auf die Gesundheit, aber man kann durchaus mit Hilfe der Tarotkarten dazu beitragen, dass man die Gesundheit erhält oder sie unterstützt. Ja, also zum Beispiel sich selbst zu motivieren, mehr Sport zu machen. Dafür gibt es sicher einige Karten. Fällt mir jetzt zum Beispiel die drei der Stäbe ein. Das wäre so meine Motivationskarte, dran zu bleiben bei einer Diät oder beim regelmäßigen Fitness. Ja. Und wenn es einfach darum geht, wieder auch wenn man tatsächlich eine Krankheit hat, wieder zu genesen. Hast du da eine Idee? Da würde ich die 14 nehmen, die Mäßigkeit. Das ist eine super Karte, ja, stimmt. Also einfach als Die Mäßigkeit. Unterstützung. Die Mäßigkeit von Wade. Finde ich da eine sehr gute. Oder auch, damit mir klar wird, wie viel Kraft ich wirklich habe, die Ausgleichung von Crowley. Ja, finde ich sehr schön. Ja, genau. Also sich einfach wieder auch da können wir uns diese Bilder natürlich irgendwo aufstellen, aber wenn wir das in einem ritualistischen Rahmen machen, gerade wie ich es schon beschrieben habe, ist das sicher eine gute Sache. Was man noch machen könnte, wenn wir über Rituale und Tarot nachdenken, ist eine Technik, die man in der Ritualmagie betreibt, nämlich das Invozieren von Archetypen. Das heißt, man könnte sich nicht nur versuchen, den Magier dadurch näher kennenzulernen, dass man ihn malt oder dass man das Bild anschaut, sondern dass man versucht, seine Kraft in sich hineintreten zu lassen. Das ist dann schon ein bisschen schwieriger und vielleicht auch ein bisschen etwas, was einem Angst macht. Hast du sowas schon mal probiert? Ja. Und wie fandest du das? Genial. Wie bist du dabei vorgegangen? Ja, ich habe mich, hab mir natürlich die Szenerie auch dafür vorgebaut. Ich habe versucht, so wenig wie möglich Störelemente mit zu haben, sprich Telefon ausgeschaltet, Festnetz ausgesteckt, weil es damals noch nicht diese Ringtonunterdrückung gab. Ich habe mir den Raum geräuchert, ich habe mir meinen Platz, auf dem ich dann, also meinen Thron, wenn man so will, gebaut und habe mich dann dort auch draufgesetzt und gesagt, so, das, zack, das ist mein Ort, meine Führung, dort will ich hin. Ja, und, Das hat sich super angefühlt. und hast du ihn dann eingeladen oder wie kann man sich das vorstellen? Nee, ich hab mich selber eingeladen, auf den Thron Platz zu nehmen. Mir auch die Erlaubnis gegeben, das ist dein Raum, das ist dein Platz, da gehörst du definitiv hin. Und das hat mich dann auch sehr schnell dann weggebracht von dieser Position des Angestellten hin zur Position des Selbstständigen. Ja, stimmt, ich kann mich daran erinnern. Eine andere Sache, die man auch machen kann, ist, dass man sich auf einen Stuhl setzt und sich vorstellt, dass man hinter sich eine hügelige Landschaft hat und man hat einen Hügel hinter sich und dann kann die Person, die man in sich hineinlassen will, einfach diesen Hügel von hinten nach oben hochkommen und man sieht sie halt immer mehr, wie sie diesen Hügel hinaufsteigt und dann läuft sie den Hügel nach unten auf einen zu und man sitzt und sieht diese Person auch vor dem geistigen Auge immer weiter auf einen zukommen und irgendwann tritt diese Person in dich hinein und dadurch nimmst du sie
noch einmal auf einem anderen Level war und kannst dann mit ihrer Kraft, wie du es gerade sehr schön beschrieben hast, halt deine Selbstständigkeit betreiben oder aber auch dich fühlen wie Göttin Venus oder sonst etwas. Also das ist noch eine beliebte Technik, die man umsetzen kann. Ja, haben wir noch irgendwelche anderen Sachen, die man noch mit Karten machen kann im ritualen Zusammenhang? Ja, du kannst dir natürlich, wenn du künstlerisch begabt bist, dein T-Shirt machen, deine Kleidung dementsprechend bauen, wenn du so willst. Wenn man, also was ich letztens mal bei einer Teilnehmerin eines Workshops gesehen hat, die hatte eine Tarot-Tasche, eine Tarot-Handtasche, Tiefen von Wade Smith. Hatte sie selbst gemacht? Was diese, die hat sie gefunden, wo wir kaufen können. Ja, es war ja eine Zeit lang sehr, also Tarot war ja eine Zeit lang auf den ganzen Labels sehr in, ne? Wahrscheinlich hat sie sich besorgt. Was anderes, was man noch tun kann, ist, es gab eine Parfümmarke, ich weiß nicht, ob die ihre 6, 7 Fläschchen noch produzieren. Wenn du dich erinnerst, gab es die mal so vor. Deutsche und Gabbana. Ach, genau. Ich wollte jetzt keine Markenwerbung betreiben. Die haben auch mal eine Parfümserie herausgegeben nach der großen Gabbana. Ja, das stimmt. Das war sehr spannend. Und klar, man kann sich auch so einem Duftbereich geben. Du hast ja auch schon das Räuchern gesagt. Also man kann sich überlegen, welche Düfte drücken denn die Energie einer Tarotkarte aus? Ja. Und dabei ist es wichtig, dass ich zuerst eine neutrale Situation herstelle, eine neutrale Duftkomposition, dass der Raum mal clean ist. Da hilft am besten Salbei, dass ich da den Raum mal von der Clean habe. Danach kann ich mit dem räuchern, was mir wert ist. Und da empfiehlt sich nicht das Billigste zu nehmen. Genau, also ein magisches Gesetz ist ja, man muss was investieren, um etwas zurückzubekommen. Man sollte also nicht mit Billigware ramschen, wenn man etwas von den Göttern des Tarot haben möchte. Du, mir ist jetzt auch was anderes gefallen, was jetzt nicht unbedingt Ritual, was man definitiv auch mit Karten machen kann und was du ja sehr gut betreibst, ne, ist das Familienstellen. Ja. Oder das systemische Stellen. Ne? Ja. Wie geht man denn da vor? Und das funktioniert mit Tarotkarten wunderbar. Man kann dahergehen und die Hofkarten dazu nehmen und den Personen eine Rolle zuordnen und sie dann dementsprechend auch positionieren. Und da darf man ruhig großzügiger sein. Da darf man gerne, ich sage es jetzt bewusst ein bisschen groß, den Küchentisch verlassen, ihn zur Seite schieben und die ganze Fläche des Bodens nehmen und dann die Karten positionieren, wo man die einzelnen Personen dann ganz gern stehen hat oder eben dann nicht mehr stehen hat. Ja, cool. Ja. Also das ist auch etwas, was wirklich sehr, ja, einfach sehr, sehr spannend ist. Ich überlege gerade, ob es noch andere Kontexte gibt. Wird es sicher geben. Aber ich glaube, das sind so. Wenn du sagst, man sollte sich so ein bisschen in diese Thematik reinbelegen und man hat genau den Wunsch nach Nachwuchs, dann eignet sich natürlich wunderbar diese Karte für. Das ist die Prinzessin der Münzen. Und die hilft uns natürlich wunderbar, wenn der Wunsch nach Nachwuchs ist, dass man sich diese Karte wunderbar immer wieder vorstellt. Und hergeht und sagt, ja, genau dahin möchte ich kommen und dafür bin ich auch bereit, das aber vieles zu tun. Ja, super. Ja, ich denke, das sind so die wichtigsten Dinge, die wir vorgeschlagen haben, ne? Also die es zu machen gibt. Ich denke, das ist auch für uns Westeuropäer, sage ich mal, das, was mir am einfachsten produzieren können, was wir am einfachsten auch erhalten können und wo wir auch, wenn wir es wirklich mit Ernsthaftigkeit betreiben, auch wirklich sehr schnell zu einem Erfolg kommen. Denn ich habe nicht sehr lange benötigt von dem Moment an, wo ich mich auf diesen Thron gesetzt habe, bis zu dem Moment, wo ich wirklich selbstständig war. Ja, das stimmt. Ich kann mich wirklich gut erinnern. Das war eine tolle Sache. Ja.
Ja, nach einem etwas holprigen Start heute ist es ja, glaube ich, nochmal ein sehr schönes Video geworden. Ich freue mich, dass der Ton funktioniert hat. Es haben heute nicht so viele Leute zugesehen. Es kann aber auch tatsächlich an der Technik liegen, dass ich jetzt nicht so sehe, wer alles teilgenommen hat. Das Video bleibt ja online und wir werden uns nächsten Freitag wahrscheinlich wieder hier sehen, dann hoffentlich unter besseren Vorzeichen, wenn der Wir rückläufige, arbeiten daran. genau, wenn der rückläufige Merkel endlich vorbei ist. Aber wie sagst du immer so schön, wenn es schwierig wird, Ja, was wird's dann? dann sagst du immer etwas ganz Bestimmtes. Ja, dann Wo? sage ich, ist das schön, Probleme zu haben. Ich dachte eher an das, womit du immer gerne diese Videos beendest. Natürlich. Sage ich an dieser Stelle gerne danke euch fürs Gucken, fürs Dasein, für eure Kommentare natürlich und vergesst nie, never give up. Genau, das ist wirklich das Allerwichtigste. Und wir sehen uns bald wieder. Habt ein wunderschönes Wochenende da draußen. Kommentiert gerne noch im Nachhinein. Wir schauen uns das alles an und Genau. macht uns Vorschläge, worüber wir noch reden sollen. Dann bis dann. Macht's gut. Tschüss.